Willkommen im Lager. Ja, und damit wieder willkommen zurück zu Risen 3. Wir befinden uns vor der Höhle, in der Necrolord sich aufhalten soll. Wir haben uns wieder vereinigt mit unserer Seele. Das heißt, wir sind wieder ein vollwertiger Mann. Also Körper und Seele sind vereint. Und ich habe letztes Mal auch genug Munition geholt, damit wir den Kampf auch bestehen können. Ich hoffe, das ist alles auch so machbar. Ich habe aber... Mir fiel noch ein, ich habe ja noch ein bisschen Erfahrungspunkte gekriegt. Ich glaube, da stecke ich auch nochmal in Härte rein. Einfach, damit ich nochmal ein bisschen... mehr Verteidigung habe für den Kampf, weil ich habe noch in Erinnerung, dass er, ich glaube, relativ hart war. Deswegen versuche ich es jetzt mal. Ach, es geht schon los. Ich dachte, ich muss mich jetzt noch durch ein paar Gegnerhorden metzeln. Was ist das? Wie konntest du meine Barrieren überwinden? Ich schätze, ich hatte Glück. Du hast die Zauberer aus ihrer Folterzange befreit. Ein cleverer Schachzug von dir. Das muss ich dir lassen. Doch leider wird euch das nichts mehr nützen. Ich bin bereit für meine Manifestation. Du kommst gerade recht, um meiner Fleischwerdung beizuwohnen. Kleiner Mensch. Das wollen wir doch lieber lassen. Immer noch Widerstand? Pah! Ihr kleinen Menschen wisst gar nicht, was euch erwartet. Es wird eine Befreiung sein. Die Befreiung von eurer mickrigen Existenz. Durch mich werden alle Menschen zu etwas Größerem, etwas Mächtigerem. Mein Werk, mein Reich! Schluss damit, ich mach deinen kleinen Laden hier jetzt zu. Du kleiner Wicht wirst nun lernen, was Demut ist. Ja komm, leg los! Nein. Okay, ich muss den unterbrechen, okay. Mal die Aura über uns, damit wir auch Schaden absorbieren. Nein, lass meinen Körper in Ruhe. Necrolord hat sich mit seinem Körper wegteleportiert und beginnt ihn auszusaugen. Finde ihn, bevor er sein Werk vollenden kann. Verwende die Schattenportale, um dich zu teleportieren. Heile dich, wie du durch das heilige Licht in der Mitte des Raumes läufst. Wo ist denn das heilige Licht in der Mitte des Raumes? Oh, oi. Ach, da. Wo ist er denn? Necrolord? Gut, dass ich den von hier aus... Oh! Ja, wir haben hier jetzt noch einen Seelenfresser hier. Das ist ja nice. Oh, Mann. Lass meinen Körper in Ruhe. Was haben wir denn jetzt da wieder? Moment, ich muss mal, glaube ich, durch das heilige Licht in der Mitte des Raumes laufen. Ich bin wieder
sehr angeschlagen. Oh nee, da kommen ja echt schon... Wow, okay, da kommen anscheinend immer wieder welche. Wow, okay. Ich glaube, ich muss mal kurz auf meine Schnellleiste den rumlegen. Ich glaube, das ist dann doch... Glaube ich dann doch besser. So, jetzt habe ich noch ein paar Freunde herbeigeholt. Zauber benutzen, einfach mal für den Flächenangriff. Ach, heilt der Nikolo sich eigentlich auch dadurch? Wahrscheinlich, ne? Wo bist du jetzt schon wieder? Warum greift denn mein eigener Dämon mich an? Möchte ich jetzt noch mal wissen. Ist er... Ich glaube, der heilt sich tatsächlich, was natürlich ein bisschen... Verdammt, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, ich fokussiere mich jetzt einfach nur mal auf den Todestitan hier. Einfach damit ich ihn auch schnell runterkriege. Ah, das sieht doch schon mal besser aus. Au, oh, ich glaube, gleich habe ich ihn. Oh, nein, 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 noch nicht jetzt. Ah, gut. In den Körper reinlegen, genau, so macht man das. Jetzt ist Schluss. Lust damit.
Oh, da diskutieren die aber. Ja, und da segeln wir auch schon wieder weg. Ein Schiff bleibt anscheinend noch da, von den Magiern, so wie es aussieht. Ja, und damit sind wir auch durch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vor allem war das für mich ja ein wichtiges Projekt, weil ich damals nach dem Durchspielen von Risen 3 beschlossen hatte, überhaupt mit den Let's Plays anzufangen. Und jetzt habe ich auch alle 6 Piranha-Bytes-Spiele durchgespielt. Elex kommt ja bald noch, das werde ich aber wahrscheinlich erstmal nicht spielen können, weil mein Rechner dafür noch nicht bereit ist. Dafür ist die Welt noch nicht bereit. Aber das habe ich vor, irgendwann auch mal zu machen, wenn meine Hardware hinterhergekommen ist, und dann auf jeden Fall sehr gerne. Als nächstes werde ich mich tatsächlich um einfach mal beim Thema Gothic zu bleiben, an Gothic 3 Götterdämmerung wagen. Was zwar nicht von Piranha Bytes ist und auch offiziell bestätigt wurde, dass es nicht zum offiziellen Gothic-Kanon gehört, dachte ich, ich stelle das mal vor, weil ich habe mit Götterdämmerung und Arcania sehr starke Probleme, so wie jeder andere auch. Aber ja, ich finde, das ist trotzdem mal eine ganz interessante Erfahrung, einfach das mal zu zeigen und mal einen ganz anderen Ansatz zu haben, an das Spiel zu gehen. Und vor allem ist auch interessant, dass ich bei dem Spiel damals die ungepatchte Originalversion nur gespielt habe, in der anscheinend nur 20 bis 10% aller Dialoge überhaupt enthalten waren. Aber das werde ich alles nochmal ansprechen, wenn ich dann bei dem Spiel bin. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ja, bis zum nächsten Mal. Pass auf deinen Rücken auf!